Wir sind wieder zurück bei Fallout New Vegas und wir befinden uns außerhalb vom Strip, ausnahmsweise mal, jawohl. Die gute Veronica steht hier vor uns und wir sind immer noch auf der Suche nach den drei Landbesetzern. Ja, die müssen wir jetzt suchen und jetzt habe ich mir gedacht, wir gehen erstmal hier drüben hin. Wir nehmen einfach mal die Beine in die Hand und wo ist denn jetzt das Ding, was ich gerade markiert habe? Ach, das ist jetzt genau in die gleiche Richtung, okay. Gut, dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Wir können vielleicht aber eine kleine Schnellreise machen. Dass wir nicht zu weit laufen müssen. Warte mal. Osttor von Freeside. Nordtor des Strips. Und ich glaube, wenn wir von da aus dann dahin laufen, das müsste eigentlich ganz gut klappen, oder? Oder werden wir jetzt automatisch... Ja, das war mir klar. Wir werden automatisch wieder nach Freeside gebeamt. Haben wir denn hier sonst noch irgendwas entdeckt? Vault 22... Vielleicht doch an Sunset Sarsaparilla Hauptquartier und dann über diese Hauptstraße quasi rüber gelatscht. Mal gucken, das müsste vielleicht von da aus besser funktionieren, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht sind wir dort ein bisschen näher. Jetzt müssen wir da genau hier in diese Richtung gehen wir jetzt. Quasi am Strip vorbei und dann hier über diese... Ist das die Hauptstraße? Nee, das ist noch nicht die Hauptstraße. Ich suche gerade die Hauptstraße, die da auf der Karte markiert ist. Aber wir müssen eh in die Richtung, also es ist eigentlich wurscht, wo wir langlaufen, also in welche Richtung. Das hier ist die Hauptstraße. Also quasi die, die hier unten so umherwandert. Die da unten. Das ist die Hauptstraße, die da auf der Karte markiert ist, oder? Jo. So, und der laufen wir jetzt entlang. Wir folgen der quasi. Hier einmal dann rechts. Und dann befragen wir mal den Landbesitzer. Ich hab da in die Kommentare geschrieben, wir müssen zu den Landbesitzern und müssen mit denen quatschen quasi. Jetzt ist natürlich die Frage. Sind die oben oder sind die unten? Also müssen wir oben lang oder unten lang? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir können ja mal hier eine kleine Zwischenspeicherung machen. Nein, das war nicht speichern. Das ist speichern. Da hatte ich gerade die Aufnahme beendet. Ich fröbel. Ich bin ja auch ein Vollhorst. Unglaublich. Hallala. Habe ich F9 gedrückt, weil ich dachte, da ist schnell speichern. Hat ja gut geklappt. So, es sieht so aus, als müssten wir tatsächlich hochlaufen, um da hinzukommen. Wir waren halt hier auch noch gar nicht. Das heißt, wir müssen das alles hier mit äußerster Vorsicht genießen. Gesundheit. Aber wir können ja eigentlich... Ja doch, kommen wir. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kommen wir ja da gar nicht über diese riesigen Abgründe, aber eigentlich kommen wir das schon, ne? Warte, warte mal, das ist ja sogar gleich schon hier, warte mal. Eigentlich ist das hier direkt, irgendwo. Aber ich schätze einfach mal, das ist tatsächlich oben. Ne? Ja, wir stehen jetzt hier theoretisch gesehen direkt an diesem Punkt, aber wir müssen tatsächlich oben lang. Toll. Ach Gott. Alter, dieses Gehuste, ne? Da hat's mich doch glatt wieder erwischt. Meine Fresse, wie mich das ankotzt. Da bist du endlich wieder gesund, ja? Und dann, weißt du, nee, komm. Ist ja nur bald Weihnachten so, weißt du? Kommen wir da überhaupt hoch? Da kommen wir doch gar nicht hoch. Nee, da kannst du doch... Hilfe. Da kannst du doch gar nicht hochhüppen da, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht klappt das ja doch. Warte mal, hier vielleicht hoch, so? Nee, das ist vom Spiel gar nicht so gewollt, dass man da hochgeht, oder? Hä? Ich bin ein wenig verwirrt. Ich probier's jetzt nochmal. Na komm, hüpp. Nee, also wir dürfen da scheinbar gar nicht hoch. Ich rall's nicht. Aber weißt du was, das ist mir jetzt auch gerade ein bisschen zu blöd. Wir suchen jetzt uns eine andere Mission. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Veronica folgen, um mit dem Ältesten der stehenden Bruderschaften Hidden Valley zu sprechen. Verlass dich auf mich. Zu Alice McLafferty zurückkehren und sie über die Auslieferung der Rechnung informieren. Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Ich glaube, da kriegen wir doch auch noch eine Belohnung. Warte mal, Weltkarte. Kaminrote Karawanenkompanie, da müssen wir hin. Hat man mit der Alten noch gar nicht gequatscht? Ich dachte, wir hätten mit der schon gelabert. Hi. Hallo. Grüß dich. Ich dachte, wir hätten der schon Bescheid gesagt. Dass alles erledigt ist, aber scheinbar dann doch nicht. Ich glaube, das Haus ist es. Das da vorne ist es. Welches ist es? Lokale Karte. Es ist nicht das Haus, es ist das da vorne.
Stimmt, da war so eine Treppe, wo man hoch musste. Hallo, die Herrschaften. Hallo, hallo, hallo. Karawanist. Karawanist? Ich keine Ahnung, wie man das nennt. Karawan-Mensch. Hallo, McLefferty. Willkommen zurück. Grüße dich. Ich habe die Rechnung abgeliefert, so wie ich sollte. Bisher haben Sie sich als verlässlich erwiesen. Wären Sie an wichtigeren Aufgaben interessiert? Alter, 150 Kronkorken, geil. Alan McLefferty, Besitzer an der Kamino, hat weitere Aufträge. Was haben Sie sonst noch an Arbeit? So gerne ich mich auch persönlich ums Geschäft kümmere, kann ich ja nicht überall gleichzeitig sein. Es gibt Verhandlungen mit einem kleineren Handelshaus, die ich so schnell wie möglich geklärt haben möchte. Dann ist da die Sache mit Henry Jameson, einem Angestellten, auf dessen Dienste wir lieber verzichten würden. Leider hat er einflussreiche Verwandte. Und außerdem muss mir jemand die Herstellungsspezifikationen der Waffenschieber besorgen. Und zwar so, dass es weder Tote noch einen Alarm gibt. Boah. Das wird nicht einfach. Mit Case verhandeln, Cassidy Caravan, Jeremy überzeugen, dass seine Post bei der Kamen Commandant aufzugeben. Boah. Die geheimen Herstellungsunterlagen der Waffenschieber aus ihrer Fabrik besorgen und wir dürfen niemanden töten. Reden wir erstmal mit Henry Jameson. Die Jamesons sind sehr reiche Rancher im kalifornischen Redding und bedeutende Anteilseigner an der karminroten Karawanenkompanie. Unter Druck mache ich Henry zum Leiter des New Vegas Zweiges. Wie Sie sehen, ist er für diese Aufgabe wohl nicht wirklich geeignet. Er hatte sehr viel größeres Interesse an Glücksspiel und Prostituierten. Aber aufgrund seiner Familie kann ich ihn nicht einfach feuern. Henry muss auf die eine oder andere Weise dazu gebracht werden, zu kündigen. Nutzlose Angestellte will ich nicht auf der Gehaltsliste haben. Ja, toll. Dann müssen wir das wohl machen, wa? Wie sieht's aus mit den Verhandlungen? Es gibt ein kleines Handelshaus, die Cassidy-Karawanen, die ich gern erwerben würde. Sie machen zu viel Konkurrenz. Daher sollten wir sie aufkaufen. Ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass die Eigentümerin Cass aus dem Karawanengeschäft aussteigen will. Cass handelt öfter mit der RNK. Sie werden sie also wahrscheinlich im Mojave Outpost finden. Alles klar. Und wie sieht's mit den Waffenschiebern aus? Die Qualität der Waren der Waffenschieber gründet sich auf der Herstellungsart. Sie produzieren all ihre Waffen vor Ort. Ich will das Geheimnis des Herstellungsprozesses erfahren. Daher muss sich jemand in ihre schwer bewachte Fabrik schleichen. Ich würde es wirklich deutlich vorziehen, wenn dieser Auftrag unbemerkt und ohne Tote verlaufen würde, wenn es sich einrichten lässt. Okay, ich sehe mal, was ich tun kann. Vielen Dank. Gibt's sonst noch was? Nee, alles easy. Für den Waffenschieberjob müssen Sie es irgendjemand anderen suchen, so mache ich das nicht. Ich müsste noch einmal kurz ein paar Auftragsdetails erinnert werden. Nee, ist okay. War mir eine Freude. Ja, mir auch. Tschüss. So, jetzt, ja, das ist, Mann, weißt du, wir machen hier voll die Aufträge für die, aber kriegen nicht mal ein bisschen Stuff irgendwie mit, so dass er mal sagt, hey, falls doch was passiert, hier hast du mal ein Medikit oder hier hast du mal ein Stimpack oder irgendwas. Puh, die sind alle ziemlich, ja, das ist der Alten wohl ziemlich gleichgültig. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo haben wir denn Aufgaben? Na, die geheimen, Henry Jameson überzeugen, den Post bei der Krähe aufzugeben. So, wo ist denn dieser Henry Jameson? Weltkarte, nein, hier. Hier ist er schon mal nicht. Waffenschieber. Was genau, wohin? Alter, wohin? Mojave Outpost Baracke, ganz da unten, Alter. Da müssen wir dann erstmal hinreisen, schnell. Aber ich würde das gerne erstmal mit Dingens klären, hier mit Henry Jameson, weil das wahrscheinlich am nächsten ist. Da wollen wir ja eh hin. Das heißt, wir müssen erst zum Nordtor von Freeside. Das Nordtor von Freeside ist Wachbaracke, Hauptbüro, Mojave Outpost, Karawanisten, Mojave Ödland. Waren wir überhaupt schon mal am Nordtor von Freeside, sag mal? Ich weiß das gar nicht. So, die Richtung, wo wir gerade gucken. Was haben wir da? Nordtor von Freeside. Da rennen wir da einfach mal hin. Das ist da hinten irgendwo. Und über dieses Nordtor kommen wir wohl scheinbar zu diesem Henry Jameson, wo scheinbar auch dieser RNKler ist. Ah, ihr Spasten. Hallo. Ach, ihr seid die Kings. Nee, ihr seid keine Spasten, sorry. So, wir betreten das Nordtor von Freeside. So, aloha. Hallo, die Herrschaften. Wie geht es euch? Hallo, Gennaro. Brauchen Sie was zu beißen? Dann sind Sie... Ja, das hatten wir schon mal gehabt. Tschüss. Wie? Ja, ich glaube auch, dass wir uns wiedersehen. So, und von dort aus müssen wir jetzt dackeln hier hinten lang. Und da hinten durch die Tür, oder was?
Raff ich nicht, weil da steht dieses kleine Mick and Ralphs Kind. Da sind wir schon so oft lang gegangen. Hä? Was ist mit den Frames gerade los? Hört auf! Ah, halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Meine Fresse, wie der mal am Labern ist, ey. So, und dann? Atomic Wrangler. Hä? Hungrig? Durstig? Geil? Das Atomic Wrangler erfüllt alle ihre Wünsche. Wirklich tot? Schauen Sie im Silver Rush vorbei und wir geben Ihnen, was Sie brauchen. Gar nicht wissen, was die noch stecken hat, weil die so eine Stimme hat. Stimme hat, Alter. So, ab in den Atomic Wrangler und dann, da waren wir doch auch schon mal drin, ne? Ich kann mich nämlich an den Namen von dem Häuschen erinnern. So, und jetzt? Hi. Boah, wie streng die aussieht, Alter. Voll übel. Henry Jameson. Ziehen Sie Leine, Sie verscheuchen mein Glück. Ich bin hier, um die Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit der karminroten Karawane zu regeln. Scheiße, nein. Egal, was diese alte Zicke McLafferty meint. Mein Paps hat gesagt, ich könnte die Filiale in New Vegas übernehmen. Außerdem habe ich leichte Geldprobleme mit den Omertas. Woher soll ich Geld zum Zocken bekommen, wenn ich bei der kaminroten Karawane aufhöre? Sie haben also das Geld der Omertas noch nicht? Ich werde es Sie wissen lassen. Was? Nein, nein, warten Sie. Schauen Sie, ich brauche nur Zeit. Verpfeifen Sie mich nicht an die. Sie wollen, dass ich bei der kaminroten Karawane aufhöre? Gut, ich höre auf. Sagen Sie McLafferty, dass sie mich los ist. Na, das ging ja einfacher als gedacht, irgendwie. Gut, Henry Jamesons Beschäftigungsverhältnis ist beendet. Darüber informieren wir McLafferty in Bälde. Jetzt warte mal, jetzt möchte ich mal ganz kurz was checken. Pass mal auf, jetzt gehen wir mal hier auf Aufgaben. Dann hatten wir doch diese Landbesetzer, ne? Ist der auch hier irgendwo? Das würde mich nämlich jetzt mal brennend interessieren. Muss ja dann irgendwo, der muss ja dann hier irgendwo rumwackeln. Wackeln. Silver Rush. Ah, der ist bewaffnet, da gehen wir besser nicht hin. So, dann gehen wir hier lang. Hier raus und dann sind wir unter dieser Brücke. Okay, und dann? Wohin dann? Ich rall's nicht. Hä? Jetzt sollen wir laut Karte wieder hier rein? Ich bin scheinbar zu blöd dafür, oder was? Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht einfach nochmal hier rumlaufen. Das kann natürlich auch sein. Aber hier ist ja niemand. Hier ist nichts. Weit und breit ist hier niemand. Ich check mal kurz die Karte. Nicht, dass wir jetzt gerade ein falsches Ziel laufen, aber es sieht nicht so aus. Das heißt, hier muss ja irgendwo jemand sein. Da vorne, warte mal. Speichern. Wer sind die beiden Herrschaften denn da vorne? Hallo. Ich komme in Frieden. RNK-Soldat. RNK-Soldat. Ich darf mal hier rein, ne? Halt! Wie lautet das Kennwort? Ich muss dringend mit Major Kieran sprechen. Lassen Sie mich bitte durch. Wenn Sie den Major sehen wollen, dann wird das schon in Ordnung sein. Treten Sie ein. Und das Passwort war Pimmel. Ich weiß es genau. Bitte sehr. Hoffentlich hilft es etwas. Landbesetzer. Ein paar Leute sind gestern Nacht angegriffen worden. Was? Gegrillte Schrecke? Ist das ekelhaft. Bah, Major Kieran, hallo. Willkommen. Hier gibt es Nahrung und Wasser für alle Bürger der RNK. Bitte bedienen Sie sich. Ich brauche keine Nahrung, Kieran. Sie sind Teil des RNK-Militärs? Ja, ich bin Major bei der Nachschubtruppe und daher stammen auch die Nahrung und das Wasser. Danke für das Essen. Sehr gern geschehen. Wenn Sie noch jemanden in der Gegend kennen, der Nahrung und Wasser braucht, dann erzählen Sie ihm von diesem Ort. Werde ich tun, aber ich bin noch nicht fertig. Warte. Ja. Wollten Sie sonst noch etwas? Ja. Wird auch Nahrung an die Einheimischen ausgegeben? Ich befürchte, dass wir das nicht machen können. Wollten Sie noch einen Freund mitbringen? Warum bekommen die Einheimischen nichts? Das ist aber nicht wirklich ein angenehmes Gesprächsthema. Sagen wir einfach, dass wir unsere Gründe haben. Julie Farkas bat mich zu fragen. Sie meinte, dass es wichtig wäre. Sie kennen Julie? Nicht jeder in der RNK verträgt sich mit den Anhängern, aber meiner Meinung nach sind sie in Ordnung. Vor allem ihretwegen. Wenn Sie es wirklich wissen wollen, wir haben einen Gesandten zum King geschickt, um die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Und der King hat abgelehnt? Sozusagen.
Unser Gesandter wurde brutal zusammengeschlagen und hat knapp überlebt. Meine Vorgesetzten haben die Hilfsmaßnahmen abgeblasen. Ich habe zwar die Erlaubnis, die Maßnahmen durchzuführen, aber mit sehr viel weniger Unterstützung. Jetzt gibt es nicht genug Vorräte. Selbst wenn ich den Rest von Freeside versorgen wollte, was ich nicht will. Aber das ist alles vorbei. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Grüßen Sie Julie von mir. Dem King berichten, dass die RNK schon einen Abgesandten geschickt hat, um die Versorgung von Freeside zu besprechen. Was können wir mit der Noppe quatschen? Wollten Sie... Okay, das hatten wir ja, die Antwort haben wir ja bekommen. Ja, was ist da mit dem... ach, wir sind überladen, ne? Scheiße. Warte mal. Wir müssen dringend mal unsere Rüstung reparieren, das habe ich auch in den Kommentaren gelesen gehabt. Du, Veronika, wo bist du? Pass mal auf. Ich habe da was für dich. Haben Sie was Feines für mich? Ja. Ein Kleid vielleicht? Nein. Ich habe einen Raketenwerfer für dich. Hier. Freust du dich, ne? Und vielleicht noch, warte mal, was haben wir denn noch? Irgendwas Schweres, was wir noch abgeben könnten? Wie wär's denn mit diesen Wurfspeeren, hm? Schön, oder? Bitteschön. Hi. Hi. Okay, ich glaube, wir müssen dringend mal ein Wörtchen mit dem King sprechen. Weil so geht das ja nicht. Warte mal, wo waren das nochmal? Hier, warte, und dann Freeside. Freeside. Karaming, Karawane, Nordtor, Nordtor. Gehen wir zum Nordtor und dann können wir einfach von unten wieder hochlaufen. Und dann war das ja rechts irgendwo, dem sein Büro. Ja, da müssen wir mal mit dem Wort, mit dem King ein kleines... Was? Veronika, ganz ruhig, nur weil du jetzt einen Raketenwerfer hast, heißt das nicht, dass du hier alles kaputt machen darfst. Ganz ruhig, liebe Veronika. So, jetzt, ja, wie gesagt, wir müssen mal ein ernsthaftes Wörtchen mit dem King sprechen, weil so geht's ja nicht. Was ist hier schon wieder los? Ja, wir ignorieren das einfach mal. Und, ich glaube, war das hier mit dem... Ja, der King war hier. The Kings. So, mal gucken, wo wir den alten Pimmock finden. Hallo, ich habe gehört, dass die RNK-Chefsoldatin Ihnen eine wilde Geschichte aufgetischt hat. Von wegen einem Boten, der mit uns verhandeln sollte. Das ist Quatsch. Und den King sollte man damit nicht belästigen. Die wollten uns einen Spion rüberschicken. Und der war nicht hart genug für Freeside. Tun Sie allen also einen Gefallen und halten Sie darüber die Klappe, okay? Was ist Ihnen mein Schweigen wert? Sie sind ein Bastard nach meinem Geschmack. Hier, das sollte reichen. 200 Kronkorken. Und das war's? Danke, wird mich warm halten. Sollen wir... Ich bin so hin und her. Wem glauben wir? Den Kings oder glauben wir der RNK? Wir sind eigentlich RNK durch und durch. Und deshalb... Danke, das wird mich warm halten, wenn ich die Geschichte dem King erzähle. Ach, Sie Kleinen. Sie haben echt Glück, dass ich mich um etwas Wichtigeres kümmern muss. Wir rechnen später ab. Scheint dir ja nicht so wichtig zu sein, wa? Ich glaube, der macht sich aus dem Staub. Ich glaube, das ist es, was hier gerade abgeht. Wir müssen dringend den King suchen. Wo ist der King? Freeside, da ist der King. Da geht's irgendwo hoch. Veronika, hör auf, hier so rumzulaufen, rumzuwienern. Das macht mich nervös. Hallo. Du bist nicht der King. Da ist der King. Stehen bleiben. Alter. Hey. Haben Sie schon etwas über die Soldaten herausgefunden? Ich habe noch nichts herausgefunden. Bleiben Sie dran. Diese Jungs sind ja nicht zum Spaß hier. Aber ich habe eine andere Info. Haben Sie schon etwas über die Soldaten herausgefunden? Das nicht, aber die RNK gibt in einem Gebäude unten am alten Bahnhof Vorräte aus. Sie geben Vorräte aus? Lebensmittel und so? Darüber muss man sich ja nicht aufregen. Haben Sie noch was anderes herausbekommen? Sie geben die Vorräte nur an RNK-Bürger aus. Das würde die Schläger erklären. Sie sind hier, um Leute wie meine Freunde vom Essen fernzuhalten. Sowas unterstütze ich nicht. Auf keinen Fall. Sie sagten, Sie hätten jemanden geschickt, um die Sache mit Ihnen zu besprechen. Moment mal. Was haben Sie gesagt? Sie sagte, der Mann sei schwer verprügelt worden und habe nur knapp überlebt.
Das würde erklären, warum sie so sauer auf uns sind. Scheint ein großes Missverständnis. Was zum Teufel? Was ist jetzt? Hey. Hey. Wir haben Probleme. Ich kann mich nicht bewegen. Was geht da vor sich? Beim Bahnhof gibt es eine Schießerei. Pacer und ein paar Fremde könnten RMK sein. Ich würde mich liebend gerne wieder bewegen können. Hallo? Ich kann nichts machen. Hallo? Ich bin festgewachsen. Hilfe! Ich... Ja, keine Ahnung, was hier jetzt los ist. Ich bin festgewachsen. Ich habe nur irgendwas von der Schießerei gehört und jetzt ab jetzt kann ich nichts mehr machen. Das ist ja wunderschön. Kann ich dann wenigstens... Warte mal, ich mach mal einen Speicherstand. So. Und dann lade ich nochmal. Das ist ja ganz schön. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann auch meinen Pip-Boy nicht öffnen. Ich kann gar nichts machen. Jemand hat angeblich die Vorsitzenden vermöbelt und ist vom Strip geflohen, nachdem er geschnappt wurde. Ob der jetzt wohl in Freeside untertaucht? Das weiß ich nicht, aber ich würde mich gerne wieder bewegen können. Ja, keine Ahnung. Ich würde aber mal sagen, sofern wir uns denn bewegen können, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir hören uns ja eh gleich nochmal im Endscreen hier bei Fallout New Vegas. Bis dahin, tschüss. Ja, das hat ja super funktioniert. Wir haben zum Glück noch eine automatische Speicherung kurz bevor wir mit dem King gesprochen haben. Wir sind gelähmt plötzlich. Wir können uns nicht mehr bewegen. Keine Ahnung, was da los ist. Kleiner Bug von Fallout oder doch gewollt. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge von Fallout New Vegas. Und dann muss die Entscheidung fallen. Sind wir für den King oder für die RNK oder können wir vielleicht sogar schlichten und beide zusammenführen? Ich weiß es nicht. Besser wäre es für die Welt. Aber ihr wisst ja, wie die Menschheit tickt. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.